Hallo meine Lieben, das ist meine Kartenlegung für euch, was es gerade bei euch los ist. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Heute ist der Sonntag. Es ist draußen herrliches Wetter und ich freue mich über diesen Wetter. Die Tage in dieser Woche waren total verregnet. Ich habe nicht geschafft, immer rechtzeitig Wäsche von meiner Terrasse reinholen. Und die war eigentlich zum Trocknen. Man hat sozusagen den Regen erwischt, weil das dann plötzlich kam auch manchmal. Man war nicht sicher, was jetzt als nächstes kommt. Ja, wir fangen mit dieser Kartenlegung. War los bei dir? Und schauen deine persönliche Situation. Wie du kennst, es ist eine Kollektivlegung. Es kann passieren, dass es passt und es kann auch passieren, dass es nicht passt. Es soll dir helfen, dir reflektieren, die Situation vielleicht neu betrachten oder von anderer Sicht. Ich kenne deren nicht. Und ab morgen, etwas ganz Wichtiges, ab morgen werden die Kommentare wieder an Gewinnverlosung teilnehmen. Also jedes Kommentar, den du ab morgen irgendwo im Video hinterlässt, morgen Video, also den Video, den ich morgen werde veröffentlichen oder auch übermorgen, also eine Woche lang, teilnimmt automatisch an Gewinnverlosung. Und es ist egal, was du da hinterlässt. Das wird numerologisch ausgewählt. Und das findet dann einmal im Monat statt. So, also wenn du möchtest, bei mir eine kostenlose Beratung, bitte teilnehmen an diesen Kommentaren. Ja, und wir fangen an mit dem Kartenlegen. Was ist los bei dir jetzt gerade? Geht es hier um eine psychologische, psychiatrische Einrichtung? Das ist das Erste, was bei mir einfällt. Also normalerweise würde ich sagen, das ist Transformation in Öffentlichkeit, im Gefühlsbereich. Aber ich gucke erstmal immer die ersten Karten und wenn ich dann dieses Kartenbild angeschaut habe, hier handelt es sich um eine. Meiner Meinung nach, also ist das Intuition bei mir gerade oder auch Mitteilung, was auch immer, hat mir das geschickt, über psychiatrische oder auch psychiatrische oder psychologische Einrichtung. Das kann Beratungsstelle sein, das kann PIA sein, das kann Krankenhaus sein, das kann auch Kur sein für Psychosomatik und alles Mögliche. Das fällt mir das als erstes ein. Schau dir, was diese Karten, ob überhaupt mit dir kommt. Vielleicht besuchst du jemanden oder machst du über jemanden Gedanken. Aber das ist das Erste, was es reinfällt, sozusagen so kommt. Erkenntnisse. Oh, der Herzensmann ist voller Liebe. Und du bist doch da ist Liebe. Also Liebe ist wunderbar. So, was sehe ich? Hier geht es um die Liebe mit Sicherheit. Du möchtest Veränderungen, aber die sind blockiert. Da wirst du schauen. Es ist eine karmische Aufgabe, wird aufgelöst. Es ist positives Ende von einer karmischen Aufgabe und du hast eine Bürde, die du trägst. Vielleicht Bürde der familiäre Art. Du wirst Aufregung haben mit deiner Frau. Das kann sein. Oder auch Aufregungen, weil du musst durch die Umwege eine Entscheidung treffen. Das bedeutet nicht,
A oder B und dies und jenes, sondern du musst wirklich vieles betrachten in deiner Entscheidung. Wenn ich bewege das A, was passiert? Wenn ich bewege das B, was passiert? Wenn ich bewege C, also du musst sozusagen analysieren, was dadurch auch anderes bewegt sich. Und das in deiner Entscheidung auch, wie du das machst, genau betrachten. Hier auch ist es, dass es ein Neubeginn, der ist ein Verlust. Also die Veränderung, man möchte, und der Neubeginn ist ein Verlust. Man etwas möchte Neues. Aber es ist kleines Glück in der Familie. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kleines Glück auf finanzielle Art. Das ist auch schön. Ich meine, man freut sich über auch kleine materielle Freuden. Auch wenn das ist 5 Euro irgendwo gespart oder wie auch immer, oder auch. Natürlich, das ist total subjektiv, aber also ich freue mich, wenn ich dann positives Finanzielles erlebe. Und auch natürlich auch sehr dankbar. Ah, du möchtest sogar Veränderungen. Aha, das wird interessant. Ja, vielleicht ist es dieser ältere Herr. Der ist im Krankenhaus, könnte sein, Öffentlichkeit, Leben. Krankenhaus könnte sein, Gesundheit, Krankheit in Öffentlichkeit. Das könnte ein älterer Herr sein und er hat Verluste. Vielleicht möchtest du ihn besuchen. Wir erleben momentan sehr schwere Zeiten und ich sehe, es ist allgemein, wo ich schaue. Die Menschen in den letzten Jahren sind nicht mehr so in der Mitte. Und das fällt mir sehr auf. Das beobachte ich. Wir kommen sozusagen gesellschaftlich von einer Krise in die andere. Und das macht mit uns Menschen auch sehr viel aus. Also, überlegst du plötzlich zu trennen oder distanzieren oder besuchen ein Amt? Es sieht auf jeden Fall etwas Positives aus. Vielleicht wirst du irgendwas Behördenmäßiges ernten. Das kann auch sein. Dein Herzensmensch hat Streitigkeiten zu nichts führen, das war sein Beschäftigungsfeld. Entscheidungen, vielleicht wird er machen mit einer jungen Frau oder auch überraschend Entscheidungen betreffend Besuch. Dein Herzensmensch hat viel Liebe, er schaut mit Harmonien voraus, also oh, entweder kommt er, weil er möchte Bettsport machen. Oder auch ist auch für ihn familiäre Themen wichtig. Es gibt Veränderungen mit einer älteren Frau, die aber wird nicht so funktionieren. Er wird einiges klar bekommen. Es geht um die Freundschaft, die nicht echt ist. Auch vielleicht scheinheilig. Zwar ist es gute Vereinbarungen, aber ist es nicht alles in Ordnung ist. In der Haus kann auch sein, Lügen oder es ist nicht ganz aufrichtig. Übrigens, das Haus könnte auch Schimmel haben. Dein Haus. Aber er macht auch Gedanken über ein Haus mit Schimmel. Oder im Schatten steht. Das Haus im Schatten steht. Das kann auch passen. Es geht auch im Haus oder familiäre Vereinbarungen, was man trifft. Im Haus, also Verträge gibt es auch wahrscheinlich schriftlich sogar. Auf die Arbeit sieht gut aus, zwar wird wahrscheinlich ein bisschen auch Gespräche geben und ein bisschen Stress, vielleicht auch Diskussionen, aber sieht soweit gut aus. Finanziell sieht auch gut aus. Du
Du wirst diese Bürde, was auch immer diese Bürde ist, du wirst sie lösen. Und darüber machst du auch dir Gedanken, wie du diese Aufgabe löst oder auch gewisserweise für dich ist es als Bürde. Das ist immer Bürde, ist immer etwas sehr, sehr Subjektives, meiner Meinung nach. Und da wird auch manchmal Erkenntnis geben oder auch Klarheit. Und das ist gut. Das ist dann sozusagen, eine Prüfung ist abgeschlossen. Prüfung von der Obermacht und auch mancher Erkenntnis, vielleicht sogar mit plötzlich. Das ist auch immer gut. Also kann sein, dass die Bürde hast du, wirst du beenden oder auch wird abgeschlossen sein, indem du ein Erkenntnis erlangst. Ist das genial? Also eine Erkenntnis und damit muss ich nicht mir irgendwas rumschlagen oder keine Ahnung, was kommt, kein Rattenschwanz, sondern ich habe etwas erkannt und so, jetzt ist die Lösung. Also wenn es würde so gehen, wäre genial. Passiert aber nicht. Das ist auf jeden Fall, es ist eine tolle Sache, wenn es so ist. So, dein Herzensmensch. Ja, der ist voller Liebe und er schaut in familiäre Angelegenheiten. Vielleicht möchte er auch Matratzensport betreiben. Auf jeden Fall, er ist auch sicher in dem, was er tut. Ich bin bereit. Gucken wir, was es bei ihm los ist. Es ist Gefühle. Also der Schicksalsfahrt, die werden klar werden, die Wasser wird kommuniziert oder wird mitgeteilt. Auf jeden Fall ist auf dem Weg mit Aufregungen. Das ist Getratsche. Warum Getratsche? Also, Gefühle. Anerkennung, Gedanken, Klarheit, Nachricht ist unterwegs. Aufregungen, Lügen, Unehrlichkeit, Cleverness, Liebe. Hier, was hier wird von Hektik und das ist auch Vogelzwitschern von dem Dach. Das kann auch Getratsche und Getratsche sein, weil der Fuchs schaut. Wenn es würde so in eine Reihe machen, dann ist es Fuchs schaut rein. Das ist kein gutes Zeichen. Aber dieser Mensch ist durch Erkenntnisse, Gefühle, Erkenntnisse, Nachrichten, die auch vielleicht auch etwas mitteilen, es sind unterwegs über Getratsche vielleicht in der Liebe. Vielleicht gibt es Menschen, die in eurer Verbindung zwischen dir und Herzensmenschen haben auch oder glauben das Recht, etwas dazwischen noch zu sagen. Und aus einer Verbindung zwischen zwei Menschen machen einen Stuhlkreis, in dem man diskutiert, was es richtig und falsch ist. Wenn man nicht überlässt auf euch beide, dass ihr erwachsen und sind genug für eure Verbindung zu kümmern. Ja, es gibt Menschen. Es gibt wirklich Menschen. Und das sind dann nicht immer die Freunde, die wirklich auch gut meinen und sagen, hey, ist das wirklich das Richtige? Sondern eher Menschen, die von außen stehen, die glauben, die zu wissen, was das Richtige ist, ohne richtigen Einblick zu haben. Ja, das ist interessant, was da passieren wird. Oder auch, bin total neugierig, ob jemand geht in Resonanz. Erstens, und es ist wirklich Resonanz mit Getratsch in Liebe ist. Bin sehr gespannt. Ich würde gerne erfahren, schon aus purer Neugier. Mich interessiert sowas. So, du schaust in Veränderung mit deinen Herzensmenschen. Also, wenn ich jetzt rausnehme, dann ist es fast dieselben Karten. Ihr habt denselben Schicksalsfaden. Die Gefühle.
Also Veränderungen durch seine Gefühle, Aufklärung, Nachricht ist unterwegs und es gibt Hektik. Ah, vielleicht bekommst du Hektik durch diese Nachricht. Ihr seid miteinander verbunden. Und dieser Mensch ist herzlich. Es ist Liebe da. Liebe hat ja viele Gesichter. Es ist Herzlichkeit da. Schau dir auch wegen diesem älteren Herrn eine Person, die möglicherweise ist in psychiatrischer Einrichtung oder psychologische Beratung oder Psychosomatik und so weiter. Also das, was das Seelische betrifft, sehr, sehr dehnbaren Begriff, ob da ist jemand. Das kann auch vielleicht Vater sein oder wie auch immer. Man bitte nicht sofort denken, um Gottes Willen, dieser Mensch hat Nervenzusammenbruch oder etwas Schlimmes. Es kann auch sein, dass es ganz einfach man durch eine fachliche Unterstützung bekommt man Verbesserung. Und vielleicht geht es ganz einfach nur vorübergehend. Also in unserer Gesellschaft psychische Probleme sind tabu, obwohl wir haben so viele Menschen, die tagtäglich an Depressionen leiden. Und das ist dann schrecklich. Und es gibt viele Menschen, das beobachte ich, weil ich selber nicht alle Tassen im Schrank habe. Da stehe ich offen, aber ich dann beobachte, dass diese angeblich gesunden Menschen Mund aufmachen über meine Hau wächst, aber eigene Hau wächst nicht sehen. Ich glaube, der Nietzsche hat gesagt, je mehr du in Abgrund schaust, so schaut der Abgrund in dir. Und je mehr man auseinandersetzt mit eigenen Abgründen, sieht man auch Abgründe in den anderen. Und dann passiert bei mir, es ist nicht böse gemeint und oder auch nicht bewertet oder sowas in der Art, aber dann gibt es so Kandidaten, dann ich ein bisschen beobachte, gucke und dann denke ich mir, also für fachliche Hilfe bräuchtest du auch. Denke ich mir, weil ich sehe, dass da ist nicht alles rund. Es ist ohne Wertung, es ist nur ganz einfach, irgendwas nicht so funktioniert. Ne? Deswegen auch auf jeden Fall. Hier, wenn diese Person ist in irgendwelche soziale oder psychiatrische, psychologische Beratung oder wie auch immer, oder auch braucht Medikamente oder auch, es gibt viele Gründe, was, oder auch geht um Stabilisierung sozusagen, oder auch etwas aufzuarbeiten. Ich meine, wir haben wirklich heftige Zeiten momentan. Vielleicht möchtest du diesen Personen auch begegnen oder auch besuchen. Bin echt gespannt, ob jemand geht in Resonanz. Manchmal ich sehe und dann denke ich mir, erzählst du jetzt gerade Mist oder was soll das? Es ist so schwierig, ich habe nicht, weil das ist gar Kollektivlegung ist, kann ich nicht fragen, ist da und da das und das los? Oder sozusagen erstmal Geld. Auf jeden Fall sieht finanziell gut aus. Also, bei dir gibt es Aufregungen, Hektik. Es wird dir nicht langweilig. Es geht auch um Sehnsüchte, vielleicht auch machst du kleine Reise. Es geht um Liebeserklärung. Positive, das kann auch Liebeserklärung sein. Positive Nachricht in der Liebe. Also Liebe sieht gut aus. Also mit dem Herzensmenschen sieht gut aus. Berufliche Veränderungen. Also beruflich sieht gut aus. Musst dir keine Sorgen machen. Im Augenblick sieht gut aus. Vereinbarung, die gefühlsmäßig ist. Eine Vereinbarung vielleicht, das ist betreffend Gefühle oder durch die Gefühle wird aufgebaut. Das ist mit Sicherheit keine Sache mit Brief und Siegel. Und der ältere Herr und ein Herzensmensch haben miteinander zu tun. Vielleicht handelt es hier um jemand, dass es in seinem Kreis ist und das kriegst du mit und es geht auch um Besuch. Ja, und das Finanzielle ist positiv. Also die Karten sehen gut aus. Mir gefällt's.
Der Herzensmensch ist voll Liebe, das freut mich. Vielleicht überlegt über Harmonie oder Bettsport. Bei dir beruflich kleines Glück, finanziell kleines Glück. Du schaust zwar, hast natürlich Herausforderungen, aber du schaust hin und machst das Beste, also sieht es gerade gut aus. Das ist schön. Das sind gute Karten. Jetzt überlege ich, was für ein Namen für den Video ich mache. Und das war das, das Gute auch. Ihr habt ja auch gewisserweise Verbindung noch. Ja. So, dann wünsche ich euch wunderschönen Tag. Ich mache noch die weitere Legung für ihn und für euch beide. Und dann schauen wir weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.